zur Erklärung mal aus der Ferne, dann stehe ich ungefähr 1,20 Meter von dem Nest entfernt und filme. Ab und an gehe ich dann mal auf ein Höckerchen, steige hoch und filme in das Nest hinein, was meistens aber nur sehr dunkel ist, wie hier zum Beispiel. Und hier und da, ich versuche das so selten wie möglich zu machen, nehme ich die Schale runter und stelle sie so hin, dass man wirklich gut reinschauen kann. Aber ich möchte nicht riskieren, dass die Eltern dann verärgert werden und nicht mehr kommen. Nur zum Verständnis. Da sind die vier mal wieder friedlich vereint, ohne Gehacke. Denn einer von denen hat, glaube ich, immer auf einem anderen rum. Das wird für heute die einzige Aufnahme bleiben. Aber freut euch auf die nächsten Tage. Die Mutter macht jetzt nur noch Nonstop-Flüge. Die braucht nicht mehr auf dem Gitter warten. Die holt ihr Futter, saust diagonal, quer und längs über den Balkon, teilweise auch an mir vorbei, während ich den Eindruck habe, der Vater wird immer scheuer und er macht immer noch seine Zwischenstopps. Und dann war ja in der gleichen Nacht noch die partielle Mondfinsternis. Die nehmen wir dann auch gleich mal noch mit, am Ende dann im Zeitraffer. Bis morgen, und ab morgen gibt es mit Sicherheit interessante Aufnahmen von den vier Kandidaten im Nest.